Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich das Carboard verändern kann, indem ich die Motorsäge raushole und einfach die Wand raustrenne. Ja, wenn ich sowas mache, dann mache ich sowas schlecht. Das kennt meine Frau von mir und dementsprechend wird sie sich nicht wundern, wenn es da auch so sein wird. Peace. So, ein Video, Fokkerchens Heimvorteil. Weiß ich jetzt gar nicht, ich blende es ein. Jetzt wird es schon schwer am Abend zu filmen, wenn ich heimfahre, weil es recht früh dunkel wird schon. Ich momentan immer später aus der Arbeit rausfahre und dementsprechend schon etwas dunkler wird und das Bild halt dementsprechend ein wenig schlechter. Das Licht anmachen hilft nichts, habe ich schon probiert, aber das tut meinem Teint, nicht besonders gut. Ich muss noch einkaufen fahren und dann geht es nach Hause. Und ein wohlverdientes Wochenende steht an, weil ich, heute ist Donnerstag, ich nehme ja normalerweise am Mittwoch auf, aber gestern ist es noch später geworden, da ging es nicht. Aber ich habe Freitag frei, das heißt, dass wenn das Video rauskommt, bin ich zu Hause, vielleicht sogar noch im Bett oder sowas ähnliches. Ich will einen kleinen Gedankengang machen und zwar geht es mir darum, dass da einer entgegenkommt und ich bremsen muss. Ich will drei Gedanken verlieren. Jetzt weiß ich nicht mehr welche, weil ich sie ja verloren habe. Nein, es wird Gedanken geben um Tesla Model 3, um den Hyundai Kona und um den Kia e-Niro. E-Niro, das hört sich irgendwie an wie dieser Sturm, dieser El Niño. Ja, und ich hoffe, der e-Niro wird einen genauso einen Sturm hervortun, weil der wird, glaube ich, so wie der Kona auch, schon die E-Mobilität schon nach vorn bringen und auch von Haus aus ja, die Welt ein bisschen durchschütteln, glaube ich, weil das sind, glaube ich, zwei sehr, sehr gute Autos. Sehr gute Autos hat auch Tesla, das weiß man ja. Und ein sehr gutes Auto scheinbar ist auch das Model 3, das ich ja eigentlich mit meiner Frau schon mal ein bisschen so angeschaut habe und wir gesagt haben, dass wir da einen bestellen. Bestellt haben wir noch keinen, werden wir auch nicht, also beziehungsweise reserviert haben wir noch nicht, bestellen eventuell schon, aber auch erst, wenn er ganz normal zu kaufen ist, dass du hingehen kannst, dass du zum Händler gehst, den anschauen kannst und dann bestellen und dann hast du Lieferzeit von vielleicht, keine Ahnung, ein Viertel oder maximal ein halbes Jahr, weil alles andere finde ich ein bisschen öde. Ich will mir jetzt keinen reservieren und dann ein Jahr drauf warten und ich denke schon noch locker ein Jahr. Weil wenn ich jetzt bestelle, bin ich definitiv, glaube ich, nicht mit 2019 dabei. Vielleicht auch schon. Aber das ist mir zu lang irgendwie. Ich möchte das Auto erst sehen, ich möchte das Auto erst fahren. Und dementsprechend haben wir das Model 3 erst einmal ein bisschen zurückgestellt und haben uns für meine Frau ihren Polo Diesel überlegt, eben, dass wir uns dafür jetzt kein Model 3 kaufen, weil das wird zu spät, sondern dass wir uns ein anderes Auto anschauen. Das Model 3 verkauft sich in Amerika ja sehr, sehr gut, besser als BMW und Mercedes und Audi miteinander in dieser Klasse. Und da knappern sie jetzt schon ganz schön dran. Und was mich wundert, ist, dass die ganze Medienwelt, die jetzt darüber schreibt, total verwundert sich die Augen reibt, warum das so ist. Das war doch vorauszusehen, meines Erachtens. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen von euch da draußen gibt, der gesagt hätte, ja, das Model 3, wenn es das gibt, wird ein Ladenhüter.
Ich kann mir das nicht vorstellen. A, natürlich durch die Vorbestellungen. Ist ja klar, dass die einen Haufen Vorbestellungen haben und dadurch natürlich gut verkaufen. Kann natürlich auch sein, dass wenn mal diese Vorbestellungen weg sind und die Verkaufszahlen sich normalisieren mit den Echtzeitbestellungen dann, dass es dann wieder ein bisschen anders ausschaut. Aber momentan war für mich völlig klar, wenn einigermaßen die Produktionszahlen halten können, dann wird das Auto das meistverkaufte Auto erst einmal in dieser Klasse. Also alles andere hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können. Und das bringt laut Medien VW, BMW, Audi, Mercedes schon ins Schwitzen. Vor allem, weil sehr viele BMW, Mercedes, Audi-Fahrer, was vorher eben Kunden von diesen Konzernen waren, jetzt eben umsteigen auf das Model 3. Noch erfreulicher ist ja, dass sich aber sehr viele Leute für das Auto entscheiden, die eigentlich von einer niedrigeren Autoklasse kommen. Also Honda Civic oder ich weiß gar nicht, was noch alles. Toyota, sich dann ein teureres Auto kaufen, um trotzdem elektrisch unterwegs zu sein und dafür mehr Geld ausgeben. Und das finde ich halt klasse. Ich persönlich finde das toll. Und so werden wir das auch machen, weil wir werden ja den Polo hergeben. Wir werden uns einen Kona Electric anschauen mit der 64er Batterie oder eben den e-Niro anschauen mit der 64er Batterie. Und wir werden für beide Fahrzeuge, schätze ich mal, so um die 42 werden wir ausgeben müssen. Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Jetzt höre ich wieder, welche nie ein neues Auto kaufen, ja. Aber der Gebrauchtwagenmarkt im E-Mobilsektor, der so eine Reichweite bietet, der ist noch gar nicht da. Und wenn er da ist, sprich ein Model S oder eventuell ein Opel Ampera E Gebrauch kaufen, da sind wir eigentlich auf einem ähnlichen Preis. Also da brauchen wir nicht rum. Vor allem beim Gebrauchten ist es oft so, dann wird diese Prämie gar nicht mehr abgezogen. Der Händler macht eine Tageszulassung, zieht die Prämie ein und gibt die aber am Kunden meistens, nicht immer, aber meistens gar nicht weiter. Und deswegen ist ein Gebrauchter eigentlich fast genauso teuer wie ein neuer. Ein Kona Electric oder einen e-Niro. Wir haben beide noch nicht gesehen. Ich weiß, dass die jetzt schon mittlerweile rumfahren und man kann sie auch anschauen. Sind wir auch noch nicht dazu gekommen, weil momentan ziemlich viel los ist bei uns. Eher wird es wahrscheinlich der e-Niro werden. Weil alles Kia ist, ich von Kia eigentlich jetzt ganz überzeugt bin. Ich glaube aber nicht, dass Hyundai da irgendwie schlechter ist. Mal schauen, preislich werden sie sich nicht viel tun. Ich glaube, dass der e-Niro teurer ist als der Kona. Aber das werden wir sehen, weil die Preise vom Niro sind ja noch nicht da. Also ich habe auf jeden Fall noch keine gesehen. Auf der Seite gibt es noch nicht. Der Verkäufer weiß es auch noch nicht so hundertprozentig. Aber er hat gesagt, ja, du kannst da schon mal einen vorreservieren oder vorbestellen. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich jetzt auch nicht, weil wenn ich dann nicht einmal einen Preis weiß oder wie das Auto sich jetzt irgendwie anfühlt oder innen drin ausschaut, dann werde ich das Auto nicht kaufen, sondern ich werde mir das vorher schon anschauen. Ich weiß, dass die im Dezember, der Kia-Händler, wo ich den Kia hier habe, dass die im Dezember einen Vorführer kriegen und im Januar eine ganz kleine Anzahl an e-Niros. Und eventuell ist dann da einer dabei, den wir uns holen werden. Kommt auf die Ausstattung drauf an, ich will kein Leder haben. Macht das Auto teurer und ist unbequemer für mich. Und meine Frau will jetzt auch kein Leder. Und dementsprechend, und das soll ja für meine Frau sein, und dementsprechend macht es keinen Sinn. Der e-Niro gefällt mir jetzt optisch nicht so gut. Also da gefällt mir der Kona besser.
weil der e-Niro ist, den haben wir uns ja mal angeschaut, also den gibt es ja aus Hybriden auch, und dann hat damals der Verkäufer gesagt, Mensch, der neue, wenn rauskommt, ich habe den schon gesehen, und der schaut komplett anders aus. Der hat hinten eine viel schönere Form, der schaut ein bisschen mehr aus wie ein Porsche, schmälere Lichter, vorn schaut ein bisschen anders aus und innen schaut er komplett anders aus als der Hybride. Aber so viel Unterschied ist da gar nicht. Also hinten schaut er genauso aus, er hat bloß ein anderes Lampendesign innen drin, weil es eine LED-Lampe ist. Minimale Änderungen in der Karosserie vorn, ja, durch die schmäleren Lichter vielleicht. Die sind eigentlich ziemlich gleich, weil die gibt es ja beim Hybriden auch so. Aber ja, das macht für mich jetzt keinen Sinn. Die lasse ich jetzt einmal durchfahren, da die gute Frau. Die steht mitten auf der Straße und hofft, dass sie abbiegen kann. Der Niro ist ein bisschen altbacken, finde ich. Also ich finde ihn jetzt nicht extrem schick oder sportlich oder jung, dynamisch. Das sind wir sowieso nicht mehr. Aber eher alt und damisch, statt jung und dynamisch. Aber das Auto macht für mich ein bisschen mehr Sinn als der Kona, weil er auch ein bisschen länger ist. Der Kona ist ja ziemlich gleich wie mit dem Auto. Und wir müssen uns das anschauen, wie wir das jetzt dann machen. Er passt ja sowieso nicht ins Carport rein. Aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich das Carport verändern kann, indem ich die Motorsäge raushole und einfach die Wand raustrenne. Ja, wenn ich sowas mache, dann mache ich sowas schlecht. Das kennt meine Frau von mir. Und dementsprechend würde sie sich nicht wundern, wenn es da auch so sein wird. Ein kurzes Video wird das, weil ich schon lange keins mehr gemacht habe. Ich momentan überhaupt nicht dazu komme. Es kommen ein, zwei neue Formate, die ich noch machen will. Unter anderem die Familie Lommel. Vielleicht kennt ihr, wen der Lommel heißt. Das ist reiner Zufall. Da möchte ich ein bisschen was machen und ja, das andere Format müssen wir mal schauen, wie das klappt. Das waren so meine Gedanken, die ich heute verloren habe. Und schreibt mir mal in die Kommentare rein, welches für euch das sinnvollere Auto ist. Also von Model 3, Kona EV oder e-Niro. Wobei man von Model 3 preislich natürlich ein bisschen unterschiedlich oder Unterschiede sieht oder sehen wird. Vor allem das Mid-Size-Modell, beziehungsweise das Mid-Range, glaube ich, heißt das Modell, das man dann auch so mit 500 Kilometer Reichweite fahren kann. Irgendwie wird schon ein wenig teurer werden. Wir werden sehen, es wird eine spannende Zeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bald autotechnisch komplett elektrisch unterwegs sind. Motorradtechnisch möchte ich mich nächstes Jahr ein bisschen verändern. Aber das wird nicht elektrisch. Das macht für mich keinen Sinn, da ist der Verbrenner für mich immer noch top. Beim Auto, beim alltäglichen Auto schaut es ein bisschen anders aus. Da habe ich auch schon ein paar Kritikkommentare gelesen, dass ich ja E-Mobilität und mehr, also eigentlich jede Mobilität in meinem Kanal, in der Kanalinfo stehen habe und dann halt immer die Verbrenner bashe. Finde ich jetzt so nett, dass es bash. Natürlich. Negativ bin ich schon dagegen eingestellt mittlerweile, weil nichts Neues kommt einfach. Die bringen ihren alten Scheiß raus und das, da wird sich nichts ändern. Und es, egal welche Euronorm die mal haben würden, es wird keinen Verbrenner geben, der sauber ist. Glaube ich nicht. Und da wird dann die Familie Lommel was dazu sagen müssen, die, da wo ich jetzt momentan beim Drehen bin. Blöd ist, dass ich verhältnismäßig spät heimkomme und dann ist es eigentlich zum Drehen schon fast immer zu dunkel und deswegen muss ich es am Wochenende immer machen. Und da komme ich halt momentan recht schlecht dazu. Soll bloß ein kleines Hallo von mir an euch sein und viel Spaß. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, auf diesem Kanal. Servus, sagt Locker, euer Focker.